Warum schrecken Frauen oft vor Machtgefügen zurück? Ich glaube, dass Frauen, überhaupt viele Menschen, vor Machtgefügen zurückschrecken, weil sie die Erfahrung haben, dass viele Menschen Macht missbrauchen. Das wollen sie selbst nicht tun und dann gehen sie zurück, weil sie nicht auch böse sein wollen. Plus, ihnen macht oft Angst, wie viel man um Macht kämpfen muss. Denn sobald man welche hat, kommt einer daher und will sie einem wegnehmen. Und dann glauben viele, dass wenn sie sich aus diesem Bereich der Macht zurückziehen, dass sie da sicherer sind. Der Effekt ist aber nur, dass die, die dreist sind, dann noch mehr Zugriff auf die Macht haben. Und am liebsten gebe ich immer Leuten die Macht, die die Macht nicht haben wollen. Weil die gehen am ehesten verantwortlich damit um. Die, die so geil auf Macht sind, die wollen das für ihr Ego, aber nicht für den Erfolg, für die Gemeinschaft. Und dann haben die Falschen es in der Hand.